Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Unpacking voller asiatischer und afrikanischer Literatur. Die liebe Fabienne hat ein Bücherpaket durch die Welt geschickt und ich freue mich so, Teil dieses Pakets zu sein. Ich lese sehr gerne asiatische Literatur, afrikanisch. Muss ich ehrlich gestehen, war ich gar nicht so bewandert, war daher tatsächlich sehr neugierig, was vielleicht andere Leute in das Paket packen und ich mir vielleicht zumindest ein, zwei Bücher davon herausnehmen kann. Das Paket hat jetzt bei mir, ist es auch gerade noch so Anfang Dezember, Halt gemacht. Ich wollte euch aber das Unpacking nichtsdestotrotz natürlich nicht irgendwie vorenthalten. Und es ist wirklich ein prall gefülltes Bücherpaket. Wir haben hier einen Beutel, da ist, glaube ich, das Büchlein drin, so ein bisschen mit den Regeln, die Fabienne aufgestellt hat. Und ich weiß, dass es zwischendurch auch schon mal zurück zu ihr gegangen ist. Und ich bin sehr gespannt, da ein bisschen drin zu blättern und natürlich auch mich darin zu verewigen. Ich packe euch das Startvideo von Fabienne natürlich unten in die Infobox. Schaut super gerne bei ihr mal vorbei, gerade wenn ihr vielleicht neugierig auf asiatische Literatur seid. Da findet ihr wirklich bei ihr eine große, große Auswahl und ganz viel. Viele tolle Buchtipps und ja, ich glaube, wir starten jetzt einfach mal mit all den Dingen, die hier noch drin sind. Ich glaube, genau, hier gibt es japanische Lesezeichen. Soweit ich das gesehen habe, durfte sich oder gelesen oder verstanden habe, darf man sich da einfach mal eins mit rausnehmen. Finde ich sehr schön. Also richtig toll. Ja, sehr schön. Also da freue ich mich und ich glaube, ja, ich bin ein rosa Mädchen. Da wird bei mir definitiv das Rosane mit dürfen. Finde ich eine ganz süße Idee von der Fabienne. Also auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass du dieses Paket ins Leben gerufen hast und dir wirklich so viel Mühe gegeben hast, ja, dass wir da alle tolle, ja, Geschichten, Literatur sozusagen entdecken. Ja, hier kommt irgendwie, ja, noch ein Beutel. Aber gut, ich versuche das mal ein bisschen wegzupacken. Und ich glaube, wir starten einfach mit dem ersten Buch, was mich anlächelt. Aber das kenne ich tatsächlich schon. Die Tage in der Buchhandlung Morisaki von Satoshi Yagisawa habe ich, ich glaube, irgendwann im Herbst, September, Oktober, glaube ich, gelesen. Habe ich für okay befunden. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich es zu Ende gelesen habe. Doch, ich glaube schon. Ja, wie man sieht, hat es nicht viel Eindruck hinterlassen. Vom Trost der Bücher. Manchmal öffnet der Zufall Türen, von denen man nicht einmal weiß, dass sie existieren. Ich begann, die Bücher um mich herum förmlich zu verschlingen. Ja, wir haben hier einen japanischen Bestseller, der schnörkellos, leichtfüßig und charmant ist und von der heilsamen Kraft des Lesens berichtet. Genau, wir haben eine junge Frau, die während einer Lebenskrise, ja, in eine voll Bücher überquellenden Antiquariat ihres Onkels in Tokio arbeitet und ja, sie entdeckt dort dann die Leidenschaft für ihre Bücher. Ha, ich bin mir gar nicht sicher, habe ich das echt schon gelesen oder liegt es noch auf dem Sub? Ich glaube, das muss ich tatsächlich mal anschauen. Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen Buch? Ich schaue auf jeden Fall mal, ob ich das selbst auf dem Sub habe, ob ich mich nur vage daran erinnere, es gelesen zu haben. Oder ist es vielleicht sogar noch auf der Wunschliste? Weil grundsätzlich würde mich das auf jeden Fall sehr, sehr ansprechen. Und ja, da muss ich aber mal recherchieren. Das mache ich auf jeden Fall im Nachgang. Aber das ist so irgendwie mal auf dem Vielleichtstapel, damit ich es mir näher ansehe. Dann die geheimste Erinnerung der Menschen von Mohamed Mbougar-Sarr. Vermutlich nicht korrekt ausgesprochen. Ein herausragendes Buch, sehr zeitgenössisch und sehr literarisch, sagt der Deutschlandfunk Kultur. Als dem jungen Senegalesen die Gain in Paris ein verschollen geglaubtes Skandalbuch in die Hände fällt, begibt er sich auf die Spur des rätselhaften Verfassers. Wer war T.C. Illimane? Ein vollkommener Schriftsteller, ein genialer Betrüger, ein übernatürlich begabter Mörder. Mit meisterhafter Verführungskraft erzählt Mohamed Mbougar-Sarr von einer Suche, die in das finstere Herz des vergangenen Jahrhunderts führt und mitten in die unbändige Macht der Literatur. Hat auch Concorde-Preis vermutlich, soll das bedeuten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie was aus Richtung Senegal gelesen. Es spielt dann natürlich eher in Frankreich, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich muss echt sagen, mich finde das sehr ansprechend. Ich werde mal... ja, es ist wohl eher ein Krimi. Okay. Mit der Erbe des Kolonialismus. Ah, Krimi. Habe ich jetzt hinten gar nicht so als Krimi verstanden, aber ich bin nicht so der Krimi-Leser, aber trotzdem wird es mal auf dem Vielleichtstapel landen. Ich werde mal ein bisschen recherchieren, ob das wirklich so krimihaft ist. Dann
sehr cooles Cover, wie ich finde. Afrika ist kein Land von Dipo Faloyin. Das beste Intro für einen Kontinenten. Die temperamentvolle Kritik einer jahrhundertelangen Falschdarstellung. Dipo Faloyin zerlegt die Afrika-Bilder in den Köpfen der Nachkommen des Kolonialismus so lange, bis die ganze Heuchelei und Herrenmenschlichkeit des guten Willens entlarvt ist. Ach, klingt natürlich schon nach einem sehr, sehr ernsten Thema. Mehr als 1,4 Milliarden Menschen, 54 Länder, über 2000 Sprachen seit Jahrzehnten auf einfache Geschichten reduziert. Hunger, Safaris, vielleicht noch brutale Diktaturen. Ein ganzer Kontinent wird bis zur Horrorhaftigkeit simplifiziert mit desaströsen Folgen. Afrika ist kein Land, korrigiert die globale Wahrnehmungsverzerrung. Es ist das erzählerische Manifest gegen Dummheit, Faulheit und Einfachheit im Umgang mit der Vielgestaltigkeit des afrikanischen Kontinents und eine absolut hinreißende Intervention. Tatsächlich gehe ich hier absolut mit. Ich bin immer wieder verwundert, wie Leute, wenn sie über ein Land in Afrika sprechen, immer von Afrika sprechen. Also tatsächlich, dass das eben nicht ein Land ist. Man sagt ja auch nicht immer nur Europa, ne? Oder ja, Amerika, wenn man die USA meint, wobei das ja auch sehr häufig passiert. Und ich verstehe die Intention tatsächlich dahinter, weil auch wenn ich sage, ich bereise gerne den afrikanischen Kontinent, weil ich eben schon 5, 6 Länder dort gesehen habe, es ist ja doch nochmal was anderes, wenn man immer Afrika, alle Länder so über einen Kamm schert. Ist mir, glaube ich, ein zu ernstes Buch, wenn auch wahrscheinlich tatsächlich ein sehr wichtiges Buch. Aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich eher nicht so was für mich. Dann von Ava Farmeri, im düsteren Wald werden unsere Leiber hängen. Huh, okay. Also ein cooles Cover, aber ich vermute hier auch was ganz Heftiges. Sie werden mich töten. Mein Prozess hat 3 Wochen gedauert. Die zügige Entscheidung kam für mich nicht überraschend. Schließlich ist das hier Iran. Huh, ja. Ja, Shada Poroya ist 20 Jahre jung. Sie wird auch nicht älter werden. Aus dem Todestrakt eines Teheraner Gefängnisses erzählt sie von ihrer Kindheit und dem Aufwachsen in der Islamischen Republik Iran, einem Land, das den Menschen zwar ihre Freiheit nehmen konnte, nicht aber ihre Sehnsüchte. Sie erzählt von seltenen glücklichen Kindheitsmomenten am Kaspischen Meer, von verheerender Mädchenliebe, gestutzten Flügeln und blendenden Glücksversprechen, die nie gehalten werden können. Klingt nach einem auch sehr ernsten Thema. Also ich bin sehr überrascht, wie viele ernste Bücher hier tatsächlich drin liegen und weniger Unterhaltungsliteratur. Das landet aber mal auf dem Vielleicht-Stapel. Also das, so etwas lese ich, also so etwas, so Lebensgeschichten lese ich tatsächlich ja sehr gerne. Habe auch, glaube ich, in die Richtung schon 3, 4, egal ob Saudi-Arabien, Irak, Afghanistan schon gelesen. Und das landet mal auf dem Vielleicht-Stapel, da werde ich mir ein paar Stimmen anhören. Ja, dann ein Autor, den ich kenne, das Buch aber noch nicht. Haruki Murakami, Naokos Lächeln, nur eine Liebesgeschichte. Und ich überlege, ob ich überhaupt von Murakami schon mal eine Liebesgeschichte gelesen habe. Ich glaube fast nicht. Naokas Lächeln erzählt lebendig und leidenschaftlich von einer Liebe im Tokio der unruhigen 60er Jahre. Sehr cool. Toru, Musik- und Literaturbegeisterter Student der Theaterwissenschaften, steht zwischen 2 Frauen, der geheimnisvollen Naoko und der vor Lebenslust vibrierende Midori. Entschuldigt. In Murakamis Büchern kann man sich wie in wunderbaren Träumen verlieren. Haruki Murakami gelingt es, die Qualitäten von Stephen King, Franz Kafka und Thomas Pynchon unter einem Hut zu bringen. Er gehört zu den ganz großen Erzählern der Gegenwart. Naja, also ich glaube, Kafka und King, ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich vergleichen kann. Der kühnste und bedeutendste Autor Japans, sagt die New York Times. Ich glaube, auch hier mal auf dem Vielleicht-Stapel, weil ich das von Murakami noch nicht kenne, aber sehr gerne Bücher von Murakami lese. Dementsprechend landet es auch mal auf dem Vielleicht-Stapel. Auch hier werde ich mir mal 2, 3 Stimmen dazu anhören. Also jetzt packen wir mal noch ein paar Bücher so direkt aus, was hier so ein bisschen folgt. Moment. So, das können wir, glaube ich, auch schon so legen. Und zwar, ein Wälzer von Mo Yan, der Überdruss. Ja, also ich sehe hier schon die Ausnutztiere. Oh, ja, okay, eine virtuos, groteske, poetisch, deftig und gegen den Strich geschrieben.
Okay, China kurz nach der Landreformbewegung. In der Hölle, wo die Klassenfeinde schmoren, hadert der Großgrundbesitzer Ximenau mit seinem grausamen Tod. Der Höllenfürst hat ein Einsehen und erlaubt ihm die Rückkehr in sein früheres Haus. Jedoch, er wird stets als Tier wiedergeboren. So durchlebt er als Eselstier oder Affe heroische und grausame Zeiten inmitten des Dorfes, dessen Herr er einst war, und führt als schelmischer Erzähler durch große und kleine Abenteuer in den Höhen und Tiefen der chinesischen Geschichte. Ja, also in China kennt man nur bedingt Menschenrechte, so was man so mitbekommt. Ich weiß nicht, wie es da um die Tiere so geht. Ich glaube auch nicht viel besser. Ich glaube, das kann ich wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich kann hier keine Geschichte lesen aus der Sicht von diesen, ja, mehr oder weniger Ausnutztieren, besonders wenn ich hier Schwein, Kuh und Esel sehe. Ja, genau. Der Buddha spricht, der Überdruss im Leben wie im Tod entspringt aus den Begierden. Weniger Gier und mehr Stille machen Körper und Geist leicht und frei. Also es ist tatsächlich gar nicht so uninteressant, aber ich glaube, ich schaffe das einfach mental nicht. Dementsprechend, ja, finde ich dennoch spannend, dass es seinen Weg hier rein gefunden hat. Ja, von Mona Amiziane auf Basidis Dach über Herkunft, Marokko und meine halbe Familie. Also das spricht mich tatsächlich schon eher an. Hier haben wir die Autorin. Ein mitreißender Roadtrip und eine literarische Spurensuche in einem Land, das uns so weder der Reiseführer noch das Auslandsjournal zeigen können. Mit Klugheit, Wärme und jeder Menge Humor erzählt Mona Amiziane von Marokko und dabei auch ganz viel über Deutschland. Auf Basidis Dach geht der Frage nach, wie wir werden, was wir sind und was die Schauplätze unseres Lebens damit zu tun haben. Ein kluges Buch, ein wichtiges Buch und ein sehr, sehr schönes. Das wird auf jeden Fall auch den Vielleicht-Stapel erstmal zieren, da mich, wie gesagt, die Lebensgeschichten tatsächlich sehr, sehr interessieren. Dann von Ryosuke Nanasaki und Yoshi Tsuki Tsuki. Ich hoffe immer, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Bis wir uns fanden. Japans erstes schwules Ehepaar. Finde ich sehr spannend, dass wir hier auch eine queere Lebensgeschichte haben. Gehört nach heute zu den einflussreichsten LGBTQ-Aktivistinnen Japans. Dies ist seine Geschichte. Ah, da gibt es sogar eine Manga-Adaption. Das finde ich ja spannend. Ja, im Oktober 2016 heiraten die beiden. Diese Hochzeit sollte die erste religiös anerkannte gleichgeschlechtliche Hochzeit Japans werden. In diesem berührenden autobiografischen Roman erzählt er über seine Erfahrungen als schwuler Mann in Japan. Die tiefen Einblicke in sein Seelenleben erzählen den von vorsichtigen Erkenntnissen in der Kindheit, zarten Schwärmereien, peinlichen Date-Momenten und vielen schmerzhaften Erlebnissen. Auch nach einer spannenden Lebensgeschichte landet dementsprechend erstmal auf dem Vielleicht-Stapel, weil natürlich diese kulturellen Unterschiede, wie wir vielleicht in unseren Kulturkreisen schwul sein, verstehen, nachvollziehen und auch leben und wie auch damit umgegangen wird, bestimmt etwas anderes ist als Japan. Also finde ich das durchaus sehr, sehr spannend. Dann von Krisha Kobbes, das ewige Rauschen. Interessantes Cover. Ich bin immer nicht so Freund von Gesichtern, aber das kann man schlecht lesen. Die funkelnde Geschichten einer Familie zwischen Deutschland und Indien. Aha, fest in der Erde steht ein Banyanbaum. Durch seine Blätter und Luftwurzeln streichen die Winde und erzählen ihm die Geschichte von Abayi und seiner Familie. Sie berichten von einem Mädchen, das an der Ostsee geboren wird und in der Nachkriegszeit durch Deutschland zieht. Von einem indischen Bauern, der für seine Tomatenpflanzen singt und für seine beiden Frauen. Von einem Glückssucher, der sein Heimatland verlässt, von einer Frau, die sich in den Fremden verliebt und schließlich von einem jungen Mann, der sich Zeit seines Lebens zwischen den Welten bewegt. Das ewige Rauschen ist ein lebenspraller Roman über Heimat, Wurzeln und das Ewige dazwischen. Ja, muss ich ehrlich gestehen, spricht mich nicht ganz so an, weil natürlich auch Deutschland so ein bisschen eine Rolle spielt. Auch noch Nachkriegszeit, ha, eher nicht so mein Thema. Und dann ein Buch, was glaube ich relativ neu ist, was ich glaube ich auch schon drei, vier Mal ja, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr gesehen habe. Und zwar Tokyo Ever After, Prinzessin auf Probe, ein bisschen leichtere Kost von Emiku Jean. Und plötzlich bist du Prinzessin von Japan. Essen,
Paläste, Liebesgeständnisse zum Dahinschmelzen. Royales Drama, Millionen von Kirschblüten. Ich glaube, ich habe auch nur Positives davon gehört. Bislang waren das einzige Besondere in Izumi Tanakas Leben ihre japanische Herkunft und ihr unbekannter Vater. Bis sie herausfindet, dass dieser Unbekannte kein geringerer ist als der zukünftige Kaiser von Japan. Und das wiederum bedeutet, dass Issy plötzlich kaiserliche Kronprinzessin ist. Immer nur einen kulturellen Fauxpas vom nächsten Skandal entfernt, wird ihr Prinzessinnen-Traum zum Albtraum. Erinnert natürlich so ein bisschen an plötzlich Prinzessin, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das tatsächlich durch den japanischen Hauch einfach nochmal was anderes ist. Und ich muss sagen, es spricht mich tatsächlich sehr an. Ich hatte es anfangs sogar mal auf der Wunschliste. Ich weiß gar nicht, warum es dann runtergerutscht ist. Aber ja, jetzt ist es hier und auch das landet definitiv auf dem näheren Vielleicht-Stapel. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch ein bisschen enthalten ist. Irgendwie ein Paket. Ich glaube, da muss ich mal kurz mit Fabienne sprechen, was es damit auf sich hat. Dann ein eingepacktes Buch. Dann ja, scheinbar Geschenke für Fabienne. Entschuldigt. Für Fabienne. Ja, also scheinen so ein paar Geschenke sich für Fabienne auf den Weg zu machen. Okay, ja, dann lasse ich die hier drin. Lege das auch alles wieder ordentlich rein. Also das halbe Paket besteht aus Geschenken. Ich glaube, Fabienne hatte gesagt, keine Geschenke, aber gut. Ah, hier sind so ein paar Süßigkeiten und ja, Tee enthalten. Sieht aber, ich sage jetzt mal, alles relativ deutschen Ursprungs aus. Dementsprechend ja, jetzt vielleicht auch eher dann für Fabienne. Tatsächlich weiß ich jetzt nicht so ganz, da steht jetzt leider nicht drauf für Fabienne und hier, aber ich gehe auch mal davon aus, dass das dann Geschenke sind. Hier werde ich jetzt einfach mal Fabienne ja, eine kurze Nachricht schreiben. Aber ich gucke mir jetzt auf jeden Fall die Bücher in aller Ruhe an und sage euch dann natürlich gleich, was ich rausnehme, was ich dafür reinpacke. Und ja, das wird ja dann so ein bisschen der Spoiler-Teil, gerade das, was dann reingeht für alle, die dann im Nachgang kommen, die das vielleicht noch nicht sehen wollen. Und ja, jetzt gucke ich mir das mal in Ruhe an und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ein kleines Weilchen später habe ich mir die Bücher etwas näher angeschaut. Und zwar habe ich tatsächlich die Tage in der Buchhandlung Morisaki im April gelesen. Und ich glaube, ich habe ihm ja 3 Sterne gegeben. Ich kann mich nur vage daran erinnern, was auch gar nicht schlimm ist. Aber dementsprechend wird es auf jeden Fall weiterziehen. So, die Katze, die hier sich hier mit beschäftigt, die muss aus dem Karton raus. Ich hoffe, es gibt keine Katzenhaarallergiker. Ja, ich habe mich für 4 Bücher entschieden, die tatsächlich auch von den Rezensionen und Ähnlichem wirklich gut klangen. Und zwar auf Basidis Dach, wo wir ja in Marokko unterwegs sind, was ich sehr spannend finde. Ich werde natürlich den Murakami behalten. Ich finde auch die Geschichte von der Frau im Iran sehr spannend. Ja, auch wenn ich ja, tatsächlich den Titel schon ein bisschen grenzwertig finde, aber es wird die Geschichte auch sein. Und ich werde die leichte Literatur behalten, Tokyo Ever After. Und bin sehr gespannt, ob mich das einfach mal so ein bisschen, ja, wunderbarst unterhalten kann nach den etwas ernsteren Themen. Und jetzt kommen wir vermutlich zum Spoiler-Teil. Das heißt, ich werde jetzt natürlich Bücher reinlegen und alle, die nach mir irgendwie drankommen, auch wenn es jetzt natürlich schon ein Weilchen her ist, zwischen ich versende und ich, ja, drehe oder zeige euch dieses Video, dementsprechend jetzt spoilern. Jetzt kommen die Bücher, die ich reinlege. Und zwar haben wir hier von Lemieux das Kaufhaus der Träume. Ist, glaube ich, dieses oder letztes Jahr erschienen. Ich glaube, dieses Jahr bei mir eingezogen, wurde auch gelesen, also theoretisch letztes Jahr 2022 und habe ich, glaube ich, bei Tauschticket ertauscht, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben hier eine Autorin, die in Busan geboren ist und ja, das ist, glaube ich, ihr Debütroman in Korea. Dementsprechend passt das sehr gut in die asiatische Literatur. Dann haben wir eine, ich glaube, sogar preisgekrönte nigerianische Autorin, und zwar Chimamanda Ngozi Adichie, Blauer Hibiskus. Und das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich glaube, sie hat irgendwie, war sie für irgendeinen Buchpreis nominiert, hat sie den sogar bekommen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es ist ihr Debütroman.
Ein Meilenstein junger Weltliteratur. Also das war hier auch ihr Debüt. Das Haus von Kambilis Familie liegt inmitten von Hibiskus, Tempelbäumen und hohen Mauern. Die Welt dahinter ist das von politischen Unruhen geprägte Nigeria. Mit sanfter, eindringlicher Stimme erzählt die 15-jährige Kambili von dem Jahr, in dem ihr Land im Terror versank, ihre Familie auseinanderfiel und ihre Kindheit zu Ende ging. Der erste vielgelobte Roman Adichies, verzweifelt schön und ganz gegenwartsnah. Also hier sind wir dann im tiefsten Afrika, in Nigeria unterwegs und fand ich damals, als ich es gelesen habe, es ist, ich weiß nicht, 5, 6 Jahre her, bin mir gar nicht sicher, war noch gar nicht so lange, 2020, im Original 2003, aber im Deutschen dann 2020, ja, vielleicht sind es auch tatsächlich erst 3 oder knapp 4 Jahre her, weil das ist jetzt ja, wobei es ist 20 erschienen, also es sind 3 Jahre, es fühlt sich ein bisschen länger an. Ja, habe ich damals gelesen, ich glaube, nicht beendet. Aber das heißt ja am Ende tatsächlich nichts, dass es nicht jemand anderen auch gefällt. Dann möchte ich ein Buch reinlegen, was nicht direkt, ich glaube, von einem asiatischen Autor geschrieben wurde, sondern aus dem Spanischen. Aber es geht um die indische Lebensweisheit Namaste, nämlich von Hector Garcia und Francesc Mirales, ein Autorenduo, die auch viel mit japanischen Lebensweisheiten zu tun haben, mir schon einiges näher gebracht haben. Das Buch ist auch wirklich jetzt sehr neu, ich glaube im Oktober erschienen, wurde von mir dann auch gelesen. Und auch wenn es, wie gesagt, jetzt nicht von einem asiatischen, afrikanischen Autorenduo in irgendeiner Art und Weise ist, aber es zeigt uns hier so ein bisschen indische Lebensweisheit und ich hoffe, dass das eben auch einfach so ein bisschen inspirierend ist und ja, wie man dann eben auch lange lebt und glücklich wird. Und das letzte Buch, was ich einlege, ist dann von Julie Otsuka, Wovon wir träumten, habe ich auch erst kürzlich gelesen. Hier geht es um eine Gruppe von Frauen, die von Japan nach in die USA fährt, über das Meer mit dem Schiff, dort verheiratet wird und dann eben im Kollektiv erzählt wird, wie es diesen Frauen ergeht. Ganz besonders fand ich hier die Wir-Perspektive, die sowohl Vor- als auch Nachteile hatte. Das habe ich auch, ich glaube, im Büchermonat November besprochen und das Buch passt natürlich perfekt hier so ein bisschen mit rein. Ich hatte auch noch 1, 2 Bücher da von, ich sag jetzt mal, asiatischen Autorinnen, die aber dann nicht in deren Land spielt, was ich ein bisschen schade fand. Aber ich dachte, möchte das schon so ein bisschen halten, dass man ein bisschen Gefühl einfach auch für das Land bekommt und dementsprechend sind es jetzt diese 4 Bücher geworden und ich hoffe, dass das ein guter Tausch wird. Ich bin schon sehr gespannt auf meine 4 Bücher, die ich im Grunde herausgenommen habe und bin mal gespannt, wann ich die dann in diesem Jahr lesen werde und wie sie mich unterhalten werden. Und ja, mehr gibt es zu dem Tauschpaket jetzt gerade gar nicht zu sagen. Ich bin sehr gespannt, was dann letzten Endes bei der lieben Fabienne ankommt, denn auch sie wird da natürlich dann auch ein Video dazu drehen. Ich packe ihren Kanal und das Startvideo unten in die Infobox. Schaut super gerne bei ihr vorbei. Und ich danke jetzt nochmal Fabienne für diese tolle Aktion, für alle, die auch rundherum mit dabei waren und hier einen wunderbaren Austausch vorgenommen haben. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.